gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Videoreihe FIFA Generationen-Check, Leute. Heute mit Bastian Schweinsteiger. Wir schauen uns heute Bastian Schweinsteiger Entwicklung von FIFA 10 bis FIFA 20 an, Leute. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Ihr seht es im Hintergrund, Leute. Lasst gerne Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefällt. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Macht die 7 Likes voll. Ja, ich würde mich freuen, Leute. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Es wird wie immer interessant, Leute. Außerdem wichtig, in die Kommentare schreiben, welchen Spieler wir beim nächsten Mal dran nehmen sollen, Leute. Ja, gerne alte Spieler, also die schon, was weiß ich, ne, schon gar nicht mehr spielen oder so. Ja, das ist vielleicht sogar noch interessanter. Gerne auch neue, junge Spieler, wie ihr Bock habt. Ja, schreibt es gerne rein, wie gesagt. Und ja, dann würde ich sagen, bleibt bis zum Schluss dran. Checkt noch vorher den Shop aus. Nice Design. Schwarz, weiß als T-Shirts, Pullover, Orange, Rot, Grün und Blau in den 4 Farben. Checkt es mal gerne aus. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED, dann brauchen wir mal am Start. Ne? Handyhüllen haben wir noch am Start, Leute. Orange, Blau, Rot und Grün. Außerdem gratis. Autogrammkarte. Gibt es auch noch zur Bestellung dazu. Checkt es gerne aus, Mann. Ich würde mich sehr freuen, Mann. Wir fangen an im Jahr 2010, beziehungsweise in FIFA 10. Hat zu Beginn eine 79er Karte, ey. Wusste gar nicht, dass er so low rated war zu Beginn. Damals noch im rechten Mittelfeld, das wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr. Bastian Schweinsteiger übrigens, by the way, habe ich schon öfters erzählt, eigentlich mein Lieblingsspieler, beziehungsweise jetzt hat er aufgehört, ne? Aber früher immer mein Lieblingsspieler gewesen, Leute. Und ganz früher hat er im rechten Mittelfeld gespielt, ja, können einige gar nicht mehr realisieren, weil er halt immer langsam war, ihr seht es, 68 Tempo. Aber der hat früher im rechten Mittelfeld gespielt, auch in der Nationalmannschaft, und Podolski eigentlich immer im linken Mittelfeld, ja. Der ist ja dann auch, obwohl der war dann auch immer noch ab und zu links Mittelfeld, linker Flügel und dann auch ab und zu mal Sturm, aber Schweini, wisst ihr ja selber, ist dann ins zentrale Mittelfeld gegangen, auch eher defensiv. War dann eher seine Stärke. Aber war früher offensiver, weil er natürlich auch einen kranken Schuss hat. 85 Schuss. Hier diese Karte. 86 rated. Wird wahrscheinlich irgendeine Special Card sein. Wie gesagt, FIFA 10 war das noch nicht so mit den Special Cards. Die sind keine Ahnung. Inform oder so, ich weiß es nicht. 86er rated. 72 Tempo. Trotzdem leider nur. Aber 87 Schuss ist natürlich krank. Aber wenn du vergleichst, der hat 7 Punkte mehr und hat trotzdem nur 2 Schuss mehr, 2 Pass mehr, 2 Dribbling mehr. Überall 2 Punkte mehr. Also irgendwie war das, passt dann irgendwie nicht so ganz. Aber das war FIFA 10, Leute. Ja, das waren die Anfänge mit diesen neuen Upgrade-Special-Karten, die dann da kamen und so weiter und so fort. FIFA 11 sieht folgendermaßen aus. 85er normale Karte, da war er schon im zentralen Mittelfeld. Oh, okay, ich dachte, hier wäre auch noch irgendwie rechts unterwegs gewesen. Hier war er schon zentral, Leute. Hat dann auch ein Inform bekommen, 87er. Der sieht sogar, also das sieht stabil aus, die Karte. Mit 74 Tempos in Ordnung. 84 Schuss, 89 passen, 88 Dribbling, 84 Defending, 78 Kopfball. Aber die Karte war stabil, ja, so ist halt 69 Tempo, so unter 70 Tempo finde ich halt, sieht immer kritisch aus. Aber sobald er dann halt über 70 ist, sieht schon wieder stabil aus. Ja, so ist es manchmal, Leute. Aber, ja, ganz nice eigentlich. 87er Inform, schauen wir mal, wie die normale Karte in FIFA 12 aussah. Da hat er dann eine 87er normale Karte gehabt und hat sogar ein Team of the Season bekommen. Ja, 87er normales Rating ist sogar noch langsamer geworden, Leute. 63 Tempo, Alter. Kritisch. Ganz, ganz kritische Sache. 83 Schießen, 86 Pass nur am Start. Und dann halt die Team of the Season Karte, 89er rated, auch nur 66 Tempo, ne? Also, ja gut, tempomäßig Schweini schon sehr, sehr broke. Wir schauen mal, wir halten mal im Auge, was seine höchste Tempo-Anzahl war. Hier hat er 74, hier hat er, okay, 74 bislang. Kaum Special-Karten gehabt, ne? Schauen wir mal, wie es in FIFA 13 weiterging. An die Karte kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, weil FIFA 13 habe ich schon oft erzählt. Da habe ich angefangen zu spielen, Leute. Also so richtig angefangen, Ultimate Team zu spielen. Vorher immer nur Karriere, wisst ihr. 86er normale Karte. Bisschen kürzere Haare hier gehabt. 62 Tempo nur. Also nochmal vom Tempo runtergegangen. Auch insgesamt ein Downgrade bekommen im Vergleich zur Saison davor. Dann hatte der hier die Informkarte sogar als zentral defensiver Mittelfeldspieler. 87er. Und Team of the Season 91. Der war wieder stabil. Ja, der war wieder wirklich stabil. Den habe ich sogar gespielt. Der war nice, Mann. Weil der dann auch wieder über 70 Tempo hat. Konnte man machen. Und sonst auch alle Werte über 80. Sehr, sehr nice die Karte gewesen damals von Schweini. 91er Karte. Ging aber, glaube ich, noch höher, ne? Oder? Hier auf jeden Fall nicht. Ah, an den kann ich mich auch noch erinnern, Alter. An den Schwein. Den habe ich, glaube ich, sogar gezogen, ey. Ich meine, den hätte ich damals in FIFA 14 gezogen, den 89er ZDM. Normale Karte, 88 rated. 63 Tempo, also nochmal 1 Punkt plus gemacht. Letztes Jahr 62, haben wir nochmal ein bisschen drauf gepackt. Hier kennt ihr nichts. Dann die 89er ZDM Karte. Wie gesagt, ich meine, ich hätte den gezogen. Und dann natürlich zur Weltmeisterschaft in diesem Jahr noch die World Cup Karte, ja, 90 rated, dann dementsprechend natürlich im World Cup Modus und
passend dazu gab es dann auch noch hier diese International Man of the Match Karte für den normalen Ultimate Team Modus. Ich muss sagen, ich fand FIFA 14 schon echt geil, Alter. Also FIFA 14 fand ich schon, FIFA 17 fand ich noch geiler, aber FIFA 14 war schon geil, Alter. 13 war eigentlich auch stabil. 13 war geil, 14 war sehr geil, 15 hat mir nicht so gefallen, 16 auch nicht, 17 wieder geil, 18 war okay und 19 fand ich gar nicht geil. Und dies ja auch nicht. Mal davon abgesehen, ne? So sieht's aus, ey. FIFA 15 ist ja schon zum Menü gewechselt. Krass, Alter, ging er relativ schnell hier. 88er Rating trotzdem noch gehabt. Stimmt, das war... Ja doch, 2013 haben die Champions League gewonnen und war noch... Stimmt, doch, nach der WM ist er gewechselt. Oh, shit, da wollte ich gar nicht hin. Wo waren wir? FIFA 15. So, 88er Rating trotzdem immer noch gehabt. Als normale Karte stabil 61 Tempo. Also nochmal runtergegangen. Dann dementsprechend hier natürlich die Transferkarte bekommen am Ende der Saison bei Manchester United. Das heißt, nächste Saison war es dann die erste Saison, die er komplett bei ManU gespielt hat. Ich bin jetzt mal gespannt, was er für ein Rating hat bei ManU. Weil ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ist er auf 88 geblieben? Warte, ich versuche mal gerade zu raten. Ich glaube, er ist sogar auf 88 geblieben in der ersten Saison, oder? Oder? Nö, 86, stimmt. Alter, 52 Tempo, einfach mal... 10 oder 9 Punkte, wie viele? 9 Punkte weniger, what? Stimmt, der ist auf 86 runtergegangen, Alter, krass. Bei ManU hat er leider nie so wirklich Fuß gefasst, natürlich ein paar Spielchen gemacht, glaube ich auch sogar, ich meine Pokal gewonnen, Meisterschaft, dafür hat es nicht gereicht, aber Pokal meine ich, FA Cup haben die, glaube ich, gewonnen. Müsste, Alter, FA Cup gewesen sein, ich weiß aber nicht mehr hundertprozentig. Auf jeden Fall, ein Pokal hat er geholt mit Manchester United, weil bei Bayern hat er natürlich alles geholt. Bei ManU bin ich mir nämlich auch sicher, dass er da einen Titel geholt hat. Das war der Pokalsieg. Und bei, wo war er denn später nochmal? Da werden wir jetzt gleich sehen. Wie hieß denn der Verein noch in der MLS? Da hat er nämlich keinen Titel geholt. Ah, hier, das ist Chicago. Jetzt, wo ich sehe, weiß ich Bescheid. Chicago, genau. Da hat er nämlich keinen Titel mitgeholt. Dann im Jahr FIFA 17 nur noch eine 82er-Karte. Also 4 Downgrade-Punkte. Aber guck mal, Tempo ist gleich geblieben, ne? Ja gut, ein runter. Haben sie sich gedacht, Alter, langsamer können wir nicht machen. Ich glaube, in diesem Jahr hier haben sie echt reingeschissen gehabt. Also so langsam ist auch übertrieben. 82er Rating, dann nach der Saison ist er dann zu Chicago Fire gewechselt in die amerikanische Liga. Ah ne, Quatsch, hat sogar vorher, wartet, erstmal nochmal ein Upgrade bekommen. Hat ein Winter-Upgrade bekommen auf 83. Anscheinend ja doch ein bisschen gespielt zu haben in der Saison. Hat auch nämlich auch ein Man of the Match bekommen als ZDM. Hat ein paar Spiele gemacht. Dann ist er zu Chicago Fire gewechselt, sogar in der, ich habe gerade eben nach der Saison gesagt, ne? Der muss ja eigentlich im Halbjahr... Ah, nee, Quatsch. Die MLS läuft ja länger. Stimmt, ich glaube, der ist nach der Saison gewechselt, weil würde sonst keinen Sinn machen. Das hier war nämlich dann die Winter-Upgrade-Karte. Dann ist er nach der Saison gewechselt. Ich weiß nicht, warum die Karte nur 82 hat. Hätten die eigentlich auch 83 machen können. Ganz komische Sache. Und dann hat er nämlich, weil die Saison ja noch weiterläuft, die Saison ist ja in England oder in Europa, ist die Saison ja im Mai zu Ende oder Ende Mai, Anfang Juni. Und in... Amerika läuft die Saison ja bis November, Ende November, irgendwie sowas. Deswegen hat er dann dementsprechend, da kommt ja das Team of the Season erst später, ne? Deswegen hat er, glaube ich, da dann noch einen Trotz mitbekommen oder so. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Aber es macht irgendwie keinen Sinn, Digga, dass er hier ein 83er Upgrade hatte, aber dann die Transferkarte wieder auf 82 runter ist. Kein Plan. Auf jeden Fall Team of the Season gehabt. Den habe ich sogar, glaube ich, auch noch mal ein paar Mal gespielt. Ah, nicht ganz so geil. FIFA 18, Leute. 81er Karte, nur noch bei... Chicago Fire, 39 Tempo, Alter, Junge. Dann die Full Birthday Karte, 88 Rated, der war wieder stabil, den konnte man sich damals erspielen irgendwie, ne, glaube ich. Den habe ich mir sogar erspielt gehabt damals, sehr, sehr nice gewesen. FIFA 19, einfach Non-Rare, ne, Alter. 80er Non-Rare Karte, richtig bitter, Leute. 37 Tempo. Halloween Karte hatte 99 Tempo, WTF, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Einfach 99 Tempo, Schweine, ey, richtig krank, aber nur ein 81er Rating. Und das stimmt, dann hat er noch ein Inform als Innenverteidiger bekommen. Bei Orlando hat er meistens sogar Innenverteidiger gespielt. 40 Tempo, naja, für einen Innenverteidiger ist auch nicht gut, aber kann man alle Augen zudrücken, ne? Dann ist in Ordnung, aber für ein ZM, ey. Und dann FIFA 20, letztes Jahr 76 hat er nur noch. Krass, wusste ich gar nicht, Alter, dass er nur 76 hat. Ich sehe jetzt, ohne Scheiß, das ist das erste Mal, dass die Karte in FIFA 20 von Schweini sehe. Ich habe die zuvor noch nie gesehen. Fällt mir mal gerade auf. 76 nur noch, Alter. 2 Punkte schlechter, wäre Silber. Krass. Wurde auch Zeit aufzuhören, weil nächstes Jahr wäre Silber gewesen. Leute, hat er gesagt, vorher ich auch. 34 Tempo und sogar halt als Innenverteidigerkarte dann, ne? Und ja, hier die, was ist das, SBC-Challenge, ne? Ich weiß nicht, Ende der Karrierekarte oder irgendwie sowas. 88er Rated. Ich hoffe, Schweini würde ein Icon bekommen, Leute. Ich hoffe. Schweini muss eigentlich ein Icon kriegen, oder? Geht nicht anders, Leute.
muss. Das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Ja, falls ihr mich abonniert habt, wie gesagt, macht das gerne. Checkt mal meinen Shop aus. Nice Designs, schwarz-weiß als T-Shirt, Pullover in Orange, im Blau, in Rot, in Grün, in vier Farben. Steckt es gerne aus. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice LED-Lampen am Start. Wisst Bescheid. Handyhüllen auch am Start, Leute. In Orange, Blau, Rot und Grün. Und Gertis Autogrammkarte gibt es auch noch. Zu eurer Bestellung dazu. Checkt es gerne aus, Leute. Ich würde mich freuen. Danke euch für uns Support. Ne? Ich danke euch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dabei, Leute. Macht's gut. Haut rein. Und tschaußen.